Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Wasward. Jo, es wird mal wieder Zeit, in das Zwergengebiet zu reiten und sich dort ein bisschen umzusehen, eventuell ein paar Bauern auszunehmen und diese dann an den meistbietenden Tavernenwirt zu verkaufen. Mal gucken, was dabei herauskommt. Und ich frage mich auch, was unser Gewerbe so finanziell abwerfen wird. Moment, hier ist eine Schlacht. Gegen wen? Elfen gegen... es geht uns nichts. Oh nee, Moment. Ja, es geht uns zum Glück gar nichts an. Ach ja. Ein Glück, dass wir noch unabhängig sind. Und die Nacht beginnt erneut. Gut, da setzen wir mal über den Fluss drüber. Oh, ist bereits geplündert. Moment. Nightrunners sind gefangen. Wir können es ja mal probieren. 3,8, 3,1. Die sind schneller als wir. Ein paar Nightrunner zu befreien, wäre ja nicht verkehrt. Was sind Bukakaniris? Auf jeden Fall haben die drei Gefangene. Schauen wir mal. Chaos-Elote. Oh nein, mit den Zwergen wollen wir uns hier nicht anlegen. Na komm, da doch lieber die Bauern hier. Oh, die laufen schnell. 5,1, 5,2. Wir könnten sie eventuell abfangen. Oh nein. Ein 300er Trupp von Zwergen. Alles klar. Ich glaube, wir sollten uns hier verziehen. Hier wird es ein bisschen heiß. Oh. Gut, Zahltag. Nun gut, die paar Zwerge hier, die paar Bauern, die kommen definitiv. Schließen die sich doch direkt an. Die sind so dicht dran. Oh nein. Lauft. Lauft. Zurück in unser Gebiet. Sicher ist sicher. Eieieiei, das war knapp. Mit so einer Überzahl hätten wir es nicht aufnehmen können. Ich habe doch erwähnt, dass das Spiel ein bisschen schwieriger geworden ist durch die Mod. Allem ausweichen, was uns nicht geheuer aussieht. Also ich glaube, hier können wir momentan nicht mehr raiden. Ja, jetzt müssen wir eigentlich abwarten und gucken, was unser Geschäft einbringt. Auf wie weit wir unsere Party hier erweitern können. Ich hoffe, die 307 kommen so ungefähr rein. Oder wir gehen nochmal zurück nach Skavenblight und bauen dort auch eine Bäckerei auf. Dazu fehlt uns ja nicht mehr viel. Dann haben wir zumindest doppeltes Einkommen. Vielleicht treffen wir hier noch ein paar Chaos-Zelote-Leute, die wir zerlegen können. Ein paar Level-Ups? Nein. Wäre ja auch schön, um wahr zu sein. Na komm, direkt dorthin. Eine Piratenpatrouille. Skavenpatrouille, Piratenpatrouille.
Das Imperium ist da. Wobei, das ist ja nur eine Patrouille. Nee, ich meine eine Karawane. Was sind Borders? Können wir die vielleicht einholen? 5,5, 5,2. Oh. Nightrunners. Wir die einzeln erwischen, ne? Na komm, mit den Nightrunners. Ah, Elite-Ratten. Greifen wir sie an. Deserteure werden hier nicht geduldet. Und Leute, vergesst es nicht, ich möchte Gefangene. Und ich hoffe mal, die Nightrunner haben keine fiesen Tricks drauf. Wie zum Beispiel Fernkampfwaffen oder so. Das wäre gemein. Gut, das war der erste Schlag. Und der erste Tote. Oh, die können sogar mit Steinen werfen. Au! Elende Deserteure. Ja, komm, lass mich da raus. Sonst gehe ich noch drauf bei der ganzen Aktion. Leute. Hört mal auf, mich zu blockieren. Danke. Na komm, der Nightrunner gehört mir. Wobei, ich schlag den bewusstlos, Leute. Und, haben wir Gefangene? Ja, 7 Gefangene. Das ist gut. Ich hoffe, die sind was wert. Ich kann nur 6 Gefangene mitschleppen. Das ist nicht so gut. Nightrunner Hood. Alles klar, nehme ich mal alles an mich. 168 Credits verdient. Und dann gönnen wir uns ein kleines Level up bei Prison Management. Der nächste Punkt geht in Agilität. Na komm, Firearms. Denn wenn ich mir irgendwo mal eine Pistole kaufe, dann möchte ich auch damit umgehen können. Na komm, hier noch ein Upgrade. Zack, zack. Packmaster oder Black Rat? Nehmen wir mal eine Black Rat. Jetzt kostet mich mein Trupp schon 132 Gold. Na komm, die müssen auch dran glauben. Hatte ich echt 4 Tote? Das ist eine ganze Menge, wohlgemerkt. Ich hoffe mal, die entkommen uns nicht. Solange die Angst vor uns haben, sollten wir es auch schaffen. Piratenpatrouille. 3,8, 3,7. Da haben wir sie. Gegen 9 Gegner. Ich hoffe, die haben keine Pistolen oder so ein Quatsch vorbei. Wenn die Pistolen hätten, dann könnte man die denen abnehmen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Und wir schreiten hier so. Oh, 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 Schusswaffen. Oh, oh. Oh, oh. Immerhin ein Treffer. Ich hoffe mal, meine Truppen beeilen sich da hinten ein bisschen. Solange wir in Bewegung sind, dürfte da nichts Schlimmes bei rumkommen. Guter Treffer. Au, au, au. Da seht ihr es.
Na kommt Leute, kümmert euch um die. Ich muss nur noch einmal getroffen werden, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein massives und die schießen alle noch auf mich. Die sind im Nahkampf verwickelt. Yay, ein Kill. Sehr schön. Gut gemacht. Verluste? Nein. Oh, da hat es mich ja richtig böse erwischt. Zwei können wir gefangen nehmen. Und wir haben ja auch nur Platz für zwei. Sehr gut. Oh, Piraten. Wollen wir Piraten engagieren? Ich weiß ja nicht. Das Problem dabei ist, dass dann die Moral schlechter wird, wenn wir hier andere Truppen haben. Infanterie, Infanterie. Will ich Piraten haben? Gratistruppen. Meine Truppe ist ja so schon teuer genug. Bandanas, alles klar. Ja, sehr schick. Schade, dass die keine Pistole gedroppt haben. Das wäre schöner gewesen. 585 Gold. Und ich hoffe mal, dass die Gefangenen einiges einbringen werden. Sonst war das ein Schuss in den Ofen. So, erstmal zum Marktplatz. Dann verkaufen wir mal das ganze Klump. Damit verdienen wir ganze 20 Gold. Alles klar. Das Schlimme ist, ich müsste mal wieder ein bisschen Nahrung holen. Nicht, dass die mit uns ausgeht. In die Taverne. Elfen. Söldner. Das sieht wie ein Held aus. Und das ist auch ein Söldner. Naja, verkaufen wir erstmal unsere heiße Ware. Yep. Wir brauchen deutlich mehr Plätze für Prisoners. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal in die Arena gehen. Und ja, ein bisschen mehr Kleingeld dazu verdienen. Hier waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Ich hoffe mal, wir schlagen uns relativ gut. Stellt euch mal vor, wir könnten ja einen nach dem anderen abräumen. Oh, immer diese Bogenschützen. Oh, ich habe ja gar keine Hitpoints. Haha. Ja, mit Ach und Krach schaffen wir die 10, damit da zumindest ein Fuffi bei rausspringt. Drei haben wir ja schon. Hoppala, au. Ja, der war geschickt. Und schon wieder ein Bogenschütze. Nein, du triffst mich nicht. Na, kommen Sie mal ran, Herr Zwerg. Und erledigt es ja auch noch. Gut. Wunderbar. Sehr schön. Noch zwei Gegner sollten wir mindestens klatschen, damit wir unsere gute Prämie von 50 Goldstücken bekommen. So, wir sind im Soll. 10 weitere werden wir aber nicht mehr schaffen. Genau. Jetzt stimmen die Timings wieder nicht mehr. Naja, immerhin 10 Stück geschafft. Ist ja auch schon mal was wert. Ja, diese Arena ist da schon noch ein bisschen komplizierter. Moment, ist der Chef daheim? Vielleicht können wir den nach einer Aufgabe fragen. Kuckuck. Bist du ein Hund oder eine Ratte?
Du bist wahrscheinlich eine Ratte. Hi. Ah, das ist eine Veteran Black Red. Wo sind wir denn hier gelandet? Das hier ist ganz schön überbeleuchtet. Nee, jetzt mal ehrlich, wo sind wir denn hier? Ach, der will nicht reden. Beziehungsweise er darf nicht reden. Guckt euch das mal an. Was durch die Mod alles möglich ist. Einfach nur genial. Und was haben wir hier? Kann es sein, dass das hier die Hauptstadt ist? Wer bist du denn? Red Mothers Kirsina. Käse und eine Pistole. Und man kann es leider nicht aufheben. Schade. Die nächste Rattenmutter. Gracia Tankul. Hi. Hast du eine Aufgabe für mich? Zu den Waldelfen. Na komm, machen wir. Nach Eternal Moonlight müssen wir. Wo ist denn dieses Kaff? Eternal Midnight. Hierhin. Ich hoffe, der Typ ist noch da, wenn wir da ankommen. Oh, da ist eine Skavenstadt. Haben wir das eingenommen oder? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier jemals Skaven gewesen wären. Das hört sich auch alles so bretonisch an. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen, dass wir hier nicht den Bretonen in die Arme laufen. Sonst bekommen wir hier wirklich ein klitzekleines Problem. Moment. Was haben wir denn für Beziehungen mit denen? Neutrale, gut. Mhm. Karawane. Mhm. Beastlord. Wie es aussieht, könnten wir hier vielleicht damit anfangen. Mmh. 5,3, wir können ihn abhängen. Gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Alles klar. Nein. Mit so vielen Bretonen können wir es nicht aufnehmen. Ein Glück, dass wir noch einen Ticken schneller sind. Oh, kann ich mir die Beförderung leisten? Ich glaube eher weniger. Wir sollten erstmal schauen, was unsere Bäckerei so abwirft. Blöd, dass man hier in den Wäldern nicht sieht. Da könnte man in einen Haufen riesiger Deserteure reinlaufen und das endet dann selten gut. Ein Glück, dass wir jetzt hier eine neutrale Stimmung zu den Waldelfen haben. Moment, wie heißt nochmal der Typ? Elflord Erthor. Erethor. Ist er daheim? Nein. Mal gucken, ob jemand daheim ist, den wir fragen können. Schaut euch das mal an. Ist dein Boss da? Schauen wir mal in die Taverne. Was bist denn du für einer? Tukuax. Forest Scout. Mephilin. Gecko. Elirian Haarbringer. Und ein Wanderskalde.
Ja, du hast hier eine tolle Kneipe. Ich glaube, du hast gar keine Geschäftskosten, oder was? Naja, doch. Guck dir das mal an. Immerhin wird hier ein bisschen Feuerholz gebraucht. Wonach das wohl schmeckt? Gucken wir mal zum Marktplatz, was die hier so für Waffen haben. Elfenwaffen. Ist ja ekelhaft. Überteuertes Zeug. Pferde. Die sind alle zu gut für uns. Eine Elfenrüstung. Ja, sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Faszinierend. Da lohnt es sich wirklich mit sämtlichen Charakteren nochmal zu spielen. Und ich glaube, als Mensch kann man deutlich mehr Sachen anziehen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, da können wir hier mal die Arena besuchen. So viel Zeit muss sein. Es geht ja nichts über eine kleine Schlägerei in der Arena. Immerhin haben wir unsere Karriere hier als Gladiator angefangen. Davon sollten wir einfach mal. Damit sollten wir nicht aufhören. Für einen Moment. Stirb einfach. Genau. Der nächste, bitte. Ach ja, meine Timings, die stimmen einfach nicht. Ah, guck mal, da ist der nächste Schütze. Ich frage mich, wie sich die Untoten hierhin verirrt haben. Sind das nicht die Todfeinde der Elfen? Ich weiß es nicht. Gut, 7 Stück haben wir bereits. Hoppala. Moment mal kurz, wir könnten ja hier eine Bäckerei aufmachen. Fällt mir gerade zu spontan auf. Ein. 10 haben wir. Damit wäre der Fuffi sicher. Muss nur noch dieser kleine Kobold dran glauben. Und dann sind wir kaputt, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Aber 50 Denare ist ja auch nicht gerade wenig. So. Guildmaster. Hi. Was bringt denn bei dir eine Bäckerei? Ja, komm. Gründen wir hier noch eine Bäckerei. Machen wir erstmal ein Bäckerei-Imperium. Und ich würde mal sagen, nach dem Typen, den wir den Brief übergeben sollen, werden wir dann in der nächsten Folge suchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.